Bianca. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 von Let's Play Bianca. Wir sind wieder zu Isabella und Emil gewandert und warte, was steht denn hier? Ach, das ist so ein Lavendelstrauch. Ich dachte gerade, der würde irgendjemand im Baum stehen. Und ich dachte, was ist das denn? ja, wir haben unsere letzte Runde durch die Haushalte gestartet. Also wir spielen jetzt noch ein paar Folgen mit jedem Haushalt dieses Let's Plays. Und dann gehen wir nochmal zurück zu Bianca. Und dann ist das Let's Play auch schon zu Ende. Und ich denke, das ist auch eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt im Moment. Denn das, was wir erreichen wollen, haben wir eigentlich erreicht. Also wenn wir uns hier mal die Nachbarschaft angucken, wir haben hier den ganzen Müll beseitigt, wir haben hier die ganze Umweltverschmutzung beseitigt, das Wasser, was hier drin ist, das ist nicht mehr giftig grün, sondern es ist sauberes Wasser. Es hängt nicht mehr, ich meine, heute ist es ein bisschen neblig, weil es Herbst ist, aber es hängt nicht irgendwie ständig dieser wabernde gelbbraune Rauch und Dampf über der ganzen Stadt. Wir haben auch hier den Fußabdruck eigentlich zu beinahe grün bekommen. Also ich hatte ursprünglich den Plan, dass der Fußabdruck in allen Nachbarschaften grün sein soll. Aber wenn man sich das hier anschaut und es wäre so eine Skala von irgendwie so 1% bis 100%, ist, glaube ich, grün wird es erst gezählt ab irgendwie über 90% oder so. Und wir hatten es zwischendrin mal, aber das ist sehr schwer, das dauerhaft zu halten. Deswegen würde ich sagen, neutral und gut im grünen Bereich drin ist realistischer zu erreichen. Hier ist mir auch gut genug. Und dann haben wir außerdem hier dieses Gemeinschaftsgrundstück zu einem Gemeindegarten werden lassen. Und somit ist hier die Welt eigentlich bereit für alle magischen Buchholzkinder, die hier wohnen wollen. Also sozusagen Mission accomplished. Emil hat jetzt gerade ein neues Semester angefangen. Der hat jetzt schon 7 von den 12 Leistungspunkten bekommen. Ist bei einer 2+, was ich richtig beeindruckend finde, weil wir Emil überhaupt gar nicht selber gesteuert haben dafür. Also Emil hat das alles allein gemacht, ohne dass wir ihn zum Lernen gebracht haben oder sonst was. Und ja, jetzt wo wir die letzten paar Folgen bei Emil und Isabella spielen, bevor das Let's Play zu Ende geht, was ich gerne machen würde, wäre, dass Isabella nochmal einen Auftrag macht. Und weil der ja für morgen ist, können wir uns den schon mal suchen. Zimmerrenovierung bei Buchholz. Zimmerrenovierung bei Landgrab. Spannend. Etagenrenovierung bei Akiyama. Das könnte vielleicht in Mount Komorebi sein, vielleicht vom Namen her. Ich würde gerne mal Zimmerrenovierung bei Landgrab probieren. Ich bin aber gespannt, ob wir dann bei Nancy Landgrab sind oder bei Joffrey. Wobei ich denke, Joffrey ist immer noch der Buchholz. Haushalt. Aber das können wir mal. Genau, das haben wir morgen um 19 Uhr. Okay. Dahan, wir hatten ja gesagt, dass Isabella und Emil nur mal so vorübergehend hier in diesem Containerhaus wohnen und eben hier wohnen, um sich hier um die Nachbarschaft zu kümmern, aber sie als Belohnung dafür, dass sie sich hier drum kümmern, später einen Gnadenhof von Ferdinand Pruvit finanziert bekommen, der ja das Interesse daran hat, dass hier die ganzen Buchholzkinder wohnen können, um sozusagen, dass seine Enkelkinder dann seine magische Macht verbreitern, irgendwie hier in diese Welt hinein. Und weil die beiden ja jetzt eigentlich fertig sind mit ihrer Aufgabe hier, dachte ich, wir könnten sie schon mal umziehen lassen in ihr späteres richtiges Zuhause, weil hier haben wir ohnehin nicht mehr so furchtbar viel zu tun oder besser gesagt gar nichts zu tun und dann könnten sie in ihrem neuen Zuhause vielleicht schon mal so ein bisschen ankommen. von daher machen wir das heute mal. Ich packe hier gerade mal die Sachen ein, die wir unbedingt mitnehmen wollen. Ach, guck mal hier, wir haben schon ganz viel Krams hier im Inventar. Das ist ja spannend. Ich möchte auf jeden Fall unsere Pflanzen mitnehmen. Und ich glaube, wir haben natürlich noch ein Bild, was wir mitnehmen können. Und natürlich ganz, ganz wichtig, unser Hausfrosch Winky, den wollen wir ja auch mitnehmen. Okay. Und ich fand halt hier der Container, ich fand, der war halt so ein bisschen fast wie ein Ferienhaus für die beiden. Also ich fand halt, der war sehr süß für die Zeit, aber irgendwie, weiß ich nicht, kann ich mir das zu Hause nicht für die beiden dauerhaft vorstellen. Von daher, genau, hier ist das Bild. Vielleicht ganz gut, dass wir jetzt fahren.
Deren neues Zuhause ist vom Stil her, da bin ich ganz ehrlich, sehr, sehr anders. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet, weil es schon, ja, doch ein bisschen verschieden ist von hier. Ich habe halt versucht, den Stil von Isabella und Emil so ein bisschen mit reinzubringen. Aber auf der anderen Seite ist halt irgendwie auch, warte. Kann ich das denn hier mal machen? Kann ich das hier machen? Ich kann es hier machen. Haushalt umziehen lassen, okay. Auf der anderen Seite ist der Gnadenhof natürlich in Hanford. Die sollen ja auch Nachbarn sein später von Molly. Und da passt ja so dieser moderne Stil, der auch so mit dieser Innenarchitekturkarriere kam, nicht so furchtbar gut dazu. Deswegen ist das hier schon so ein bisschen anders. Aber ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. So, wir sind hier. Oh, das ist ja jetzt krass, weil es im Herbst ist, ne? So habe ich es hier noch gar nicht gesehen. Aber ich möchte euch trotzdem kurz so ein bisschen das Haus zeigen. Das habe ich heute erst gebaut. ja, wir sind hier in dieser Weideland-Nachbarschaft von Hanford. Ich bin am Überlegen, ob ich auf hier das Grundstück, das neue Baby-Challenge-Haus baue oder da hinten auf das große, große Grundstück. Das Ding ist halt, da wohnen Leute und die müsste ich ausziehen lassen. Und ich weiß nicht, ob das die Storyline nicht zu sehr beeinträchtigt, weil man kann ja so Aufgaben hier erfüllen in Hanford. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht von dem, was ich vorhabe, ob hier das Grundstück groß genug ist. Müssen wir mal gucken. Aber jetzt zu dem eigentlichen Grundstück, über das ich hier reden möchte. Hier, das ist das neue Haus von Emil und Isabella. Und da kommt natürlich auch noch ein Hausbauvideo zu. Aber ich dachte, ich zeige euch das jetzt hier trotzdem mal so ein bisschen, wenn ich hier so ein bisschen drumrum gehe. Genau, wir haben hier das Haupthaus und dann haben wir dahinter noch so ein kleineres Häuschen hier. Da ist vor allem eine Sauna drin und dann haben wir halt hier einige Ställe, halt, weil wir ja hier einen Gnadenhof aufmachen wollen. Wobei ich auch denke, wir könnten halt auch mehrere Katzen und Hunde außerdem haben. Und ja, das Haus selber ist gar nicht so furchtbar groß. Also wir haben hier oben so einen Flurbereich hier mit den ganzen Tierbetten und im Fernseher hier das Schlafzimmer. Hier das Badezimmer, ist auch das einzige Badezimmer. Dann haben wir hier die Küche, das Wohnzimmer und so einen kleinen Arbeitsbereich. Und ja, ich dachte, wir könnten jetzt mal hier ganz feierlich den Hausfrosch aufstellen und irgendwie das Bild von Emil noch aufhängen und so Sachen machen. Sehr schön. Und das könnten wir mal hier hinpacken. Das ist ja dann vielleicht auch Isabellas Arbeitsplatz. Dann könnten wir hier Emils Bild mal. Können wir das größer machen? Ja, guck mal hier. Emil und sein geliebtes Popcorn. Oh, da fällt mir gerade ein. Emil muss eine Popcornmaschine haben. Ich habe hier nur einen Teekocher hingepackt. Aber wem nützt das denn, wenn Emil sich doch am liebsten ausschließlich von Popcorn ernährt? So, okay. Huch, das war aber knapp. Das hätte ich fast vergessen. Das wäre natürlich gar nicht gegangen, dass Emil keine Popcornmaschine hat. Und dann haben wir hier auch einen ganzen Bereich, wo wir Pflanzen haben können. Und die platziere ich jetzt einfach auch mal, wobei, weil es ja Herbst ist, werden sich nicht alle davon auch zeigen. Ach ja. Ich finde das fast so ein bisschen schade, dass wir nicht halt Emil und Isabella noch weiterspielen werden, wenn wir mit der Baby-Challenge weitermachen. Aber auf der anderen Seite auch, ich kann halt nicht zu viele Leute gleichzeitig spielen, sonst wird es verwirrend. Ich könnte hier aber die ganzen anderen Sachen, die wir nicht brauchen, noch verkaufen für Geld. Okay. Hier die Lampe gefällt mir ohne nicht. Können wir ganz viele Sachen verkaufen. Okay, ich wünschte, wir könnten hier auch mehrere Sachen gleichzeitig greifen, wie in unserem Inventar. Und dann müssen wir mal gucken. Hier das Haus hat nämlich dieses Grundstücks-Challenge-Ding, dass man nur kochen kann, wenn man auch die entsprechenden Sachen im Kühlschrank hat. Deswegen würde ich ja mal vorschlagen, meine lieben Süßen, dass ihr mal eine Bestellung aufgibt, weil sonst könnt ihr nämlich nichts essen. Das könnt ihr ja vielleicht Emil mal hier machen. Okay. Bestellung aufgeben. Huch.
Okay. Lebensmittellieferung. Wir könnten mal, Ananas. Aber außerdem Basilikum könnten wir. Wir nehmen einfach von verschiedenen Sachen mal was. Ach, von vielen ist gar nicht so viel da. Wir nehmen einfach mal mit, was wir brauchen. Und wir merken ja dann, Eier brauchen wir nicht, weil wir ja wahrscheinlich ohnehin später Hühner haben. Erbsen kann man immer gebrauchen. Himbeeren kann man auch immer gebrauchen. Ach ja. Ich meine, die merken ja dann auch irgendwie so, welche Sachen sie nicht zum Kochen brauchen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, welche Gerichte, also welche Sachen man unbedingt für welches Gericht zu Hause haben muss. Pflanzenmilch. Pflanzenmilch kann man auch nie genug haben. Okay, dann kannst du das mal machen. Du kannst auch mal reinkommen. Und ich dachte, wir könnten uns hier schon so ein bisschen die Tiere mal anschaffen. Also ich meine, der Hof hätte ja vorher auch schon irgendjemandem gehört, ne? Also das ist ja offensichtlich kein neues Haus. Vielleicht war das vorher auch irgendwie eine Art von Bauernhof. Und dass die Leute den Bauernhof halt aufgeben und sie die Tiere danach auch nicht mitnehmen können. Was liegt denn da auf dem Boden? Ach, sein Häschen! Da ist ein Häschen! Oh mein Gott! Seht ihr das auch? Es ist so süß. Es hat sich da auf dem Boden aus dem Boden gegraben. Oh, Emil, geh mal Hallo sagen. Über Waldökosysteme plaudern. Ja, mach das mal. Ach, wie putzig, ach, wie süß. Genau. Und dass wir deren Tiere halt dann jetzt hier auch, diese vielleicht sonst irgendwie, weiß ich nicht, geschlachtet werden würden oder so, eher übernehmen können. Deswegen könnten wir mal hier das Tier, wir können mal eine braune Kuh hier dabei holen. Und dann könnten wir in dem anderen Ding vielleicht mal eine gefleckte Kuh dazu. Weil ich meine, Kühe sind ja nicht so gut alleine, ne? Dann könnten wir hier zwei Kühe haben. Na! Oh. Wie süß! Wir müssen denen noch Namen geben. Blümchen? Ja, Da weiß ich jetzt gar nicht. Wie nennen wir denn mal die Kühe? Können hier die mal Carla nennen. Ups. Carla. Einfach nur so. Und hier die andere Kuh. Annabelle. Ist aber zu nah an Isa. Isabella finde ich irgendwie für eine Kuh. Hier, sonst gibt es ja Verwirrung, wer ist. Vor allem halt ich, die ich mir keine Namen merken kann. Vielleicht nennen wir die mal Elisa. Okay. Könnten die mal hier sein. No. Ach hier, guck mal, Essen ist schon da. Dann, wer bist denn du? Rahul? Magst du den vielleicht mal hier in Empfang nehmen? Und Emil, könntest du vielleicht mal hier schon mal. Futter ist schon. Okay. Kannst du Carla mal füttern? Und die so ein bisschen kennenlernen. Und Elisa dann natürlich genauso. Nach Rinderuni fragen. Ja, vielleicht ist sie ja auch studierend wie Emil. Da können sie irgendwie zusammen was besprechen. No! Ich glaub, sie mag Emil. Ich meine, natürlich mag sie Emil. Warum sollte sie Emil nicht mögen? Und wir haben Hunger. Stimmt, auf die Bedürfnisse habe ich gar nicht mehr geguckt. Du hast auch Hunger? Ja, wenn du denn hier die Bestellung schon hast, hast du die jetzt im Inventar? Oder ist die schon im Kühlschrank? Lasst mich da mal gerade gucken. Die ist nicht im Kühlschrank. Hey, aber wo ist die denn hin? Ach, hier, der hat die. Wo hat er die denn hingebracht? Unsere Bestellung ist verschwunden. Wir haben keine Bestellung mehr. Wie doof. Der hat die ja nicht oben hingestellt. Ne? Warum sollte er auch? Was sollte das auch hier oben? Hier hinter der Pflanze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre blöd gewesen. Okay. Ich dachte gerade schon. Okay. Dann kannst du mal hier die Liefertüte auspacken. So.
Und dann könnten wir hier auch mal nach den Hühnern gucken. Okay. So. Dann könntest du nämlich hier dann auch mal Futter in der Nähe verstreuen. Ich benenne die Hühner jetzt mal nicht. Ihr könnt mir mal in den nächsten Folgen, also unter dieser Folge und vielleicht noch unter der nächsten, Namensvorschläge für die Hühner schreiben. Dann benenne ich die Hühner so, wie euch das auch eingefallen ist. Okay. So, hast du es jetzt in den Kühlschrank direkt geräumt? Ja, du bist ja clever. Möchtest du dann mal hier was kochen? Und was ich halt auch total gerne hätte mit den beiden, ist, dass die Hund und Katze adoptieren. Warum können wir denn doch jetzt hier? Wassermelonsalat. Wir haben noch mehr Sachen hier. Oder braucht man für so viele Sachen Eier? Oder haben wir jetzt doch hier unsere ganzen Zutaten? Nee, haben wir aber nicht. Das nimmt ja hier kein Ende. Dann essen wir heute Reste. Dann weiß ich nicht, was hiermit ist. Ich meine, irgendwie ab morgen können wir ja auch Eier einsammeln, aber. Doch, guck mal, jetzt haben wir die ganzen Sachen hier. Wir können nur Wassermelonsalat damit machen. Ist nicht aber albern. Wir haben hiervon noch was übrig. Dann können wir hier auch mal zum Essen rufen. Dann können wir das mal hier zusammen essen. Und, okay. Na. Also wir haben einen Hahn. Oh, guck mal, da hinten geht Molly schon. Und das ist aber ein hübscher Hahn. Wir haben einen Hahn, ein männliches Küken und sonst sind alle weiblich. Sonst sind alle weiblich. Okay. Achso, und ich habe hier auch so ein paar Solarpaneele oder wie man das nennt, habe ich auch wieder aufgestellt, einfach weil das hatten sie ja auch schon in Evergreen Harbor und haben sich so dafür eingesetzt und so. Da dachte ich, es wäre irgendwie logisch, wenn sie das hier jetzt auch weiterhin hätten bei ihrem Haus. Okay. Und ja, ich würde voll gerne mit denen auch noch Katzen und Hunde haben. Aber ich finde, wir haben heute schon so viel. Wir haben heute, wie viele? 10 Tiere haben wir uns angeschafft hier. vielleicht können sie sich auch erstmal daran gewöhnen. Dann kannst du jedes Mal aufräumen. Ja, dann kannst du mal zur Toilette gehen und vielleicht kann Emil da mal Molly reinlassen. Das ist ja total süß, dass sie uns hier erstmal besuchen kommen will, wo wir hier umgezogen sind. Ich freue mich so darauf, demnächst wieder mehr mit Molly zu spielen. Dann, genau, bitte mal Molly herein. Hereinbitten. Und ich hatte auch noch Bilder von denen. Ich dachte, die könnten wir vielleicht auch noch aufhängen, ne? Ja, müssen wir mal schauen, die nächsten Folgen. Also ich wollte noch so halt mindestens noch 2 weitere Folgen hier bei Emil und Isabella spielen. Können wir ja mal gucken. Komm rein. Genau. Oh, wir können ihr einen Wohnungsschlüssel geben, das finde ich gut. Ich habe jetzt auch, also wie gesagt, hier in dem Häuschen ist eine Sauna. Und ich habe erst überlegt, da so einen Raum mit Kessel für Emil draus zu machen, so einen Zauberraum. Aber das hatte ich für Molly schon vor und ich dachte, es wäre doch ganz cool, wenn die sich das so ein bisschen teilen könnten. Also wenn halt Emil zu uns zum Grundstück kommen würde, um irgendwelche Tränke zu brauen und Molly kann dann hier hingehen und die Sauna genießen oder so. Also dass man halt, weil man ja befreundet ist und so in der gleichen Nachbarschaft wohnt, das so ein bisschen ausnutzt alles. So könntest du mal hier anzünden. Da fällt mir auch gerade auf. Hehehe. So ein Amimi, wie viele Sachen hast du eigentlich vergessen? Einige anscheinend. Weil wir brauchen noch ein Feuermelder, fällt mir ein. Oh, die vergesse ich häufig bei Häusern. Das ist ganz schlimm. Dabei bin ich im echten Leben dabei super paranoid. Also irgendwie so Feuermelder. Nein, wie heißt es? Rauchmelder. Rauchmelder. Muss es geben. Und hier ein Thermostat haben wir bisher auch nicht. Okay. Okay. So. Genau. Dann kannst du, wenn du hier auf Toilette warst, auch mal runterkommen und dich mit Molly unterhalten. Boah, gerade hat mein Magen voll geknurrt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gehört. Es ist irgendwie so verrückt, weil jetzt so Isabella und Emil so ein richtiges Haus haben. Halt, der Container war ja eher so ein Häuschen. Und hier, das ist jetzt richtig so ein Haus. Und
Keine Ahnung, weil ich die alle schon kenne, seit sie klein sind, außer Emil. Den kenne ich erst, seit er Teenager ist. Aber irgendwie jetzt denke ich so, oh mein Gott, sie sind erwachsen. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll gerade. Na. Ach ja. Sind so süß. Na. Ich würde mich ja so freuen, wenn irgendwann noch mehr Tiere dazu kämen. Also irgendwie Schafe und Schweine und irgendwie, weiß ich nicht, Truthähne oder irgendwie sowas halt noch mehr Farmtiere. Das fände ich echt cool. Ach ja. So. Ich finde das so süß, dass Molly hier vorbeikommt, dass wir wirklich so am ersten Tag, wo wir hier eingezogen sind, über welchen Besitz können wir denn prahlen? Pflanzenkübel und Sonnenkollektor. Beides gut, okay? wir können mal ein Kompliment übers Outfit machen. Da fällt mir ein, vielleicht sollte ich, bevor die Baby-Challenge losgeht, auch allen mal so ein bisschen Outfit-Makeover geben. Weil im Moment, das sind halt deren Teenager-Klamotten. Und jetzt zum Beispiel, wenn Molly schwanger ist, kann ich mir vorstellen, dass so das, was ein bisschen bauchfrei ist, dass die Grafik sich da nicht so gut anpasst in den Sims 4. Also dass einfach, dass dann eine komische Form bekommt, in dem Versuch, sich über ihrem Babybauch irgendwie anzupassen. Emil kann man mit Noten prahlen, weil ich finde, die sind auch wirklich beeindruckend. Mit denen kann man noch mal prahlen. Mit Noten prahlen. No. Ich habe irgendwie das Gefühl, von jeder Freundesgruppe, die wir bisher hatten in der Baby-Challenge, gefällt mir hier die am besten. Aber wahrscheinlich auch, weil wir halt zusammen auf diesem Schüleraustausch waren und hier Emil und Isabella selber auch schon mal gespielt haben, sodass die halt so dreidimensionalere Charaktere sind als vorher die Charaktere, die die Freunde von der Baby-Challenge-Mama jeweils dargestellt haben. Von daher. Na. Oh, ich hoffe voll, dass wir in der Baby-Challenge auch hier sehr viel Zeit verbringen werden. Also, dass wir irgendwie so Emil und Isabella häufiger mal besuchen und so Sachen machen und da so ein bisschen mehr vorbeikommen und die zu uns kommen und so. Das finde ich voll gut. Na. Okay. Du musst auch mal zur Toilette, dann kannst du auch mal gehen. Und ich würde sagen, so sehr es mich freut, dass Molly hier ist, ich würde schon sagen, die beiden können jetzt bald auch einfach mal schlafen gehen. Hier, die Blümchen sind eigentlich total schön bunt. Das sieht man jetzt hier im Herbst nicht so, aber die sind so ganz viel gelb und pink und hier und da so ein bisschen blau dabei. Und ein bisschen violett durch hier, aber das sieht man ja im Moment auch noch durch den Lavendel. Genau, dann kannst du da mal verwenden. Ihr könnt euch hier in dem Doppelwaschbecken, was wir jetzt haben. Ach, du musst immer noch. Ich dachte, du wärst eben gewesen. Dann magst du mal Molly nach Hause schicken. Ich meine, es ist 11 Uhr abends. Das ist jetzt nicht so spät, aber halt schon so, dass es nicht so ganz unhöflich ist, wenn man Leuten sagt, ey, sag mal, ich wäre jetzt gern langsam wieder alleine. Danke, dass du vorbeigekommen bist, Liebes. Dann können wir hier mal verwenden und dann können wir uns hier nebeneinander die Zähne putzen. So richtig so, wie hier so kleine Häusleinsbesitzer. Na. Ich habe halt hier versucht, so ein paar Sachen, die deren Stil mehr widerspiegeln, in diesen Landhauslebensstil mit einzubinden. Also zum Beispiel hier, das sind alles Wohnzimmermöbel aus Schneeparadies. Und ich dachte, das wäre vielleicht so ein bisschen Mount Komoribi inspiriert, wo sie ja sehr schöne Erinnerungen zusammen gemacht haben. Und dann hier der Ofen ist ein bisschen moderner, als er eigentlich jetzt hier dazu passen würde. Und so halt so ein paar kleine Sachen habe ich versucht, so ein bisschen mit unterzubringen. Dann kannst du danach hier nach dem Händewaschen auch mal Zähne putzen. Du kannst hier auch mal Zähne putzen. Na, guckt euch hier die beiden mal an. Super süß. Was mich in den Sims immer stört, die lassen immer das Wasser laufen, während sie die Zähne putzen. Ich weiß, manche Leute machen das im echten Leben auch, aber ich finde das irgendwie verwirrend. Weil ich denke, da geht doch ganz viel Wasser einfach verschwendet irgendwie. Warum? Ja, wir haben hier schön auch mit Emil im Kopf dekoriert. Dann könnt ihr jetzt hier mal in eurem neuen Bett schlafen gehen. Und dann gucken wir in den nächsten Tagen mal nach den weiteren Haustieren, die wir haben wollen. Ich würde halt gerne mehrere Haustiere noch adoptieren. Und das geht jetzt natürlich alles so relativ schnell, aber
halt, wir spielen ja nicht mehr so furchtbar lange im Let's Play und es geht mir halt vor allem darum, dass die sozusagen alles haben, was sie brauchen, damit wir dann in der Baby Challenge die als Nachbarn haben, so wie ich es gedacht hatte im Prinzip. Also, ja. Okay, dann gucken wir mal. In der nächsten Folge gehen wir mit Isabella bei den Landgrabs renovieren und dann schreibt mir, wie ich die Hühner nennen soll und was ihr hier von dem Haus haltet. Und dann, oh Mist, wir haben jetzt vergessen, die macht den Bianca, müssen wir jetzt auch was erzählen, nicht Molly, ne? Weil wir jetzt hier schon so im Baby-Challenge-Ding drin waren, habe ich das was vergessen, dass wir Bianca ja noch was zu sagen haben. Also wir können ja Bianca jetzt irgendwie per Post schicken. Bianca, wir sind umgezogen. Du kannst ja gerne, gerne bei uns nochmal zu Besuch kommen. Aber außerdem, Bianca, wusstest du, dass der Klimawandel eine viel höhere Rate an Krankheiten und Verletzungen mit sich bringen wird? Und ich hatte dazu so ein Paper gelesen, wo es eigentlich so darum ging, wie so der Übertragungszirkel von Grippe durch den Klimawandel später beeinflusst werden könnte. Und weil ich aber keine Biologin bin, war das teilweise so ein bisschen, wo ich ein bisschen ausgestiegen bin. Aber die haben auch ganz viele andere Sachen zu Klimawandel und Gesundheit dort erklärt und haben da so ein paar Sachen zusammengetragen. Und ich dachte, die gebe ich dir jetzt mal so weiter. Also einmal haben die halt gesagt, weil Essen und Wasserversorgung knapp werden könnte, eben vor allem durch Dürren, dass Erkrankungen durch Unterernährung zunehmen können und auch Durchfallerkrankungen. Also ich nehme mal an, das könnte daher kommen, weil man dann zum Beispiel Wasser trinkt, was nicht mehr so sauber ist, aber man hat halt kein anderes, weil Dürre ist oder so. Halt, das würde ich so verstehen. Dann erhöhte Temperaturen können schon bestehende chronische Krankheiten verschlimmern. Und außerdem bringen halt erhöhte Temperaturen auch noch eigene Krankheiten mit sich, wie halt zum Beispiel so ein Hitzeschlag oder so. Dann, was sie außerdem gesagt haben, wo ich vorher ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht habe, durch den Klimawandel verändern sich ja auch so Klimazonen und halt wie so manche Bereiche von ihrem Klima typischerweise sind auf der Erde, was dazu führen kann, dass Moskitos und Zecken, die vorher nur auf einen bestimmten Bereich begrenzt waren, durch diese Änderungen in den Temperaturen sich dann auch in anderen Regionen auf einmal ansiedeln können. Dass also Lebewesen wie Moskitos und Zecken, die selber Krankheiten übertragen, dann später auch in Regionen auftauchen können, in denen sie im Moment nicht auftauchen und dadurch es mehr Krankheiten gibt. Klimawandel kann außerdem zu mehr Allergenen in der Luft führen, also dass Leute, die Allergien haben, da mehr drunter leiden. Und auch, dass die Extremwetterereignisse, die ja auch zunehmen werden, natürlich Verletzungsgefahr bergen. Also halt, wenn zum Beispiel Überflutungen sind oder Waldbrände oder starke Stürme, die ganzen Sachen, dass dann eben die Verletzungsgefahr höher ist und Leute eben auch daher gesundheitliche Schäden von sich tragen. Und außerdem haben die da auch gesagt, dass Grippe und Atemwegserkrankungen, also dass es ein höheres Risiko geben wird, dass die häufiger auftreten. Das haben die da auch erklärt, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht genau verstanden, warum das so ist. Ich habe es allerdings auch nur mal durchgelesen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie davor gesessen und das studiert wirklich. Also ich verlinke es dir mal in der Infobox. Vielleicht möchtest du es ja selber nochmal nachlesen. Wusstest du das, Bianca? Vielleicht wusstest du das schon. Und dann beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!